Oh, der Raum ist aber voll geworden. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag hier in der OSM-Session, in dem uns Tobias was über seine Arbeit mit OSM und 3D-Daten berichten wird. Ja, danke. Freut mich, dass so viele gekommen sind. Heute geht es um 3D-Daten aus OpenStreetMap und aus anderen freien Quellen, speziell aus dem SRTM-Datensatz. Das Ganze steht im Kontext meines Open-Source-Projekts OSM2World. Das ist ein Konverter, der 3D-Daten aus OpenStreetMap erzeugt und entweder selber rendern kann oder in verschiedenen Formaten exportiert. Es gibt schon mehrere Einsatzzwecke dafür und es werden immer mehr. Einer ist, was die Mapper unter euch vielleicht alle schon gesehen haben, die Slippy Map, die eine isometrische Karte aus den 3D-Daten erstellt, die OSM2World liefert. Die Karte kann eben dreidimensionale Gebäude und viele andere Details anzeigen, die Karte aus vier Himmelsrichtungen betrachten und vieles mehr. Es gibt aber noch auch andere Optionen, beispielsweise gibt es einen Export für den Porphyry Raytracer. Damit kann man vor allem Standbilder, aber auch kleinere Animationen sehr schön erstellen. Oder auch ganz originelle Einsatzzwecke wie hier, da hat ein eifriger Mapper gleich einen Level für das Rennspiel Super Tux Kart aus OpenStreetMap gebastelt, mit OSM2World konvertiert und in Blender fertiggestellt. Gut, es geht ja um 3D-Szenen, sowohl als OSM-Daten als auch als SRTM. Wir fangen aber an, zunächst mal Modelle aus OpenStreetMap zu erstellen, was auch bei der Konvertierung im Programm tatsächlich der erste Schritt ist und auch der älteste Teil des Programms. OpenStreetMap-Daten an sich sind ja erstmal eigentlich nicht dreidimensional, sondern bestehen aus zweidimensionalen Elementen mit vielleicht ein paar zusätzlichen Attributen. Das heißt, ein Gebäude könnte aus ein paar Ways und Nodes, wie hier dargestellt, bestehen. Was man daraus bekommt, ist aber eine Geometrie aus Primitiven wie Dreiecken, die fürs Rendering geeignet sind. Und mit geeigneten Texturen kann man das dann auch relativ realistisch erscheinen lassen, trotz der ursprünglich zweidimensionalen Natur dieser Daten. Weil Gebäude der für viele interessanteste Teil an einer 3D-Darstellung sind, will ich mal ein bisschen darauf eingehen, auch wenn ich vielleicht einigen damit nichts Neues erzähle, woher diese 3D-Renderings eigentlich kommen. In OpenStreetMap gibt es Gebäude, die sind oft einfach nur als Building eingetragen. Damit kann man natürlich in 3D-Hinsicht nicht allzu viel anfangen, da kann man halt den Grundriss extrudieren und das war's. Interessanter wird es dann schon, wenn man zum Beispiel einzelne Gebäudeteile, die sich von den anderen Bereichen des Gebäudes stark unterscheiden, zum Beispiel eine ganz andere Höhe haben, als eigene Fläche einträgt, als Building Part. Und wenn man Zusatzattribute vergibt, zum Beispiel zur Höhe des Gebäudes oder zur Anzahl der Stockwerke des Gebäudes. Damit kommt man dann schon zu Klötzchenmodellen, die realistische Höhe haben, vielleicht auch schon ein paar Fenster eingezeichnet haben. Und das sieht schon wesentlich plastischer aus als die reine Extrusion aus einem Gebäudeumriss. Natürlich will man, wenn man Texturen darstellen kann, auch aussuchen können, welche Textur bei einem bestimmten Gebäude zu verwenden ist. Dazu gibt es auch Tags, die auch schon recht gerne verwendet werden. Das sind Material- und Farbangaben. Das Material wählt eben grundsätzlich so Informationen aus wie Putz oder Ziegel oder Holz. Und die Farbe kann dann noch diese Basisinformationen variieren. Also zum Beispiel kann man den Putz ja rot haben oder gelb, was dann auch das Programm entsprechend umsetzen kann. Ja, nicht zuletzt braucht ein Gebäude, damit es nicht nur ein Klötzchenmodell ist, natürlich auch schöne Dachrahmen.
damit das nicht zu komplex ist, bevorzuge ich normalerweise für diese Art des Taggings zu werben. Da hat man einfach nur ein zusätzliches Attribut am Gebäude. Normalerweise reicht ein Tag aus, dass man zum Beispiel die Dachform, wenn sie eine der typischen Dachformen wie Flachdach oder Giebeldach ist, einfach mit einem einzigen Tag angeben kann. Nur in wenigen Fällen muss man außerdem noch die Ausrichtung des Dachs angeben, nämlich dann, wenn sie nicht, wie man es normalerweise erwarten würde, abhängig von der Längsrichtung des Gebäudes ist. Es gibt aber auch Mapper, die diese Variante bevorzugen und sie wird auch in OSM2World unterstützt. Und es gibt Gebäude, die man ohne diese Variante nicht eintragen kann. Deshalb hat sie auch ihre Berechtigung. Da wird die Dachgeometrie tatsächlich nochmal mit eigenen Ways eingetragen. Die Ways werden dann als Dachfirst, Dachkante oder Dachspitze markiert. Das führt natürlich dazu, dass die Ansicht im Editor ein bisschen unübersichtlicher wird, gerade wenn einen die ganze 3D-Sache nicht interessiert. Deshalb würde ich zum Beispiel bei einem Dach, wie es hier abgebildet ist, auch bevorzugen, wenn man es nur mit Tags einträgt. Aber es ist eben letztlich schon eine mächtige Methode, um Dachformen mit zu modellieren. Ja, nach all dem über Gebäude will ich noch kurz darauf hinweisen, Gebäude sind nicht das Einzige, was man in 3D darstellen kann. Schon mit den etablierten Tags, zum Beispiel an Straßen, kann man eine ganze Menge anstellen und zum Beispiel Fußwege mit schöner Bordsteinkante dreidimensional modellieren, die Fahrspuren entsprechend mit Fahrspurtrennern darstellen und vieles mehr. Und sogar mit exotischen Tags an kleineren Points of Interest kann man noch arbeiten. Also auch an einer Parkbank gibt es noch ziemlich viel, was man für eine realistische Darstellung eintragen kann, wenn man so viel Freizeit hat. Ja, ich könnte jetzt noch sehr lang weiterreden über diesen Teil von OSM2World. Das ist auch der Teil, der am besten funktioniert, an dem schon seit Jahren gearbeitet wird. Und da werden noch unzählige andere Objekte unterstützt. Aber eigentlich geht es ja in dem Vortrag um die Integration von Geländemodellen aus SRTM oder anderen Quellen. Und deshalb will ich jetzt auch mal zu diesem eigentlichen Thema des Vortrags kommen. Dazu allerdings eine Warnung. Dieser Teil von OSM2World ist sehr neu, ist im Rahmen meiner Masterarbeit erst entstanden. Und wie das so geht, die Masterarbeit hat einen schönen, soliden, theoretischen Teil, aber die Implementierung ist noch nicht wirklich robust und praxistauglich. Das heißt, wer das benutzen will, sollte sich schon noch darauf einstellen, dass einiges von dem, was ich jetzt erzähle, noch in Arbeit ist, noch Fehler haben kann oder noch nicht mal vollständig implementiert ist. Nach dieser Warnung zunächst mal die Begründung, warum ich SRTM gewählt habe als Grundlage für die Geländemodelle, die ich in diesem Vortrag vorstelle. In OpenStreetMap haben wir weltweit Daten und wir möchten möglichst auch ein Geländemodell, das weltweit verfügbar ist. Deshalb habe ich nicht gleich zurückgegriffen auf die teilweise verfügbaren freien Daten. Zum Beispiel in Österreich gibt es, soweit ich weiß, bessere Geländemodelle auch frei verfügbar, sondern wollte einen möglichst weltweiten Datensatz haben. Da gibt es noch einige andere Optionen. Die sind allerdings durch die Nutzungsbedingungen eingeschränkt. Ich brauche ja Daten, die ich mit der OpenStreetMap-Datenbank vermischen darf. Und aufgrund den Bestimmungen der Open Database License, die Share-alike vorschreibt, müssen also die Daten damit kompatibel sein und dürfen zum Beispiel nicht die kommerzielle Nutzung ausschließen. Außerdem ist OSM2World ja auch gedacht für beliebige Einsatzzwecke, nicht nur für die nicht kommerzielle Nutzung. Insofern würde ich auch selber nicht wollen, dass ich mich auf nicht kommerzielle Projekte beschränke mit der Wahl der Geodaten. Eine Idee wäre natürlich auch noch, man könnte die Daten aus OpenStreetMap selbst gewinnen. Also es gibt prinzipiell ja das ELE-Tag, in dem man die Höhe eines Objekts angeben kann, also nicht die Höhe im Sinne von wie hoch ist das Haus, sondern wie weit oben ist das Haus. Das ist aber zum einen insgesamt gesehen doch relativ selten vorhanden,
Wenn es vorhanden ist, dann kommt es meistens aus Empathen und wurde nie von irgendeinem Mapper kontrolliert. Und wo Mapper es eintragen, ist es sehr uneinheitlich, welche Werte verwendet werden. Also im Wiki steht, es sind WGS84 Werte, aber die meisten von Hand eingetragenen Werte entsprechen nicht dieser Definition, wenn man sich mal die Vorhersätze in OpenStreetMap Forum durchliest. Das heißt, es ist vielleicht später mal eine gute Ergänzung, wenn man das Tagging etwas weiterentwickelt hat, aber man kann sich nicht komplett auf OpenStreetMap eigene Höhendaten verlassen. Daher also SRTM. SRTM kommt von der NASA, steht unter Public Domain und ist fast weltweit verfügbar. In Gebieten in Polnähe, also zum Beispiel im nördlichsten Europa, hat man das Problem, dass die Daten dort nicht verfügbar sind. Dort müsste man sich dann also eine Alternative einfallen lassen. Das Hauptproblem an diesen Daten ist aber die nicht besonders gute Auflösung. Außerhalb der USA ist die Auflösung so etwa eine Auflösung von 90 Metern. Die Lösung dafür ist, wir interpolieren das Gelände, damit wir auch zwischen den Punkten, wo wir Daten haben, noch eine Geländeoberfläche modellieren können und die Objekte auf die richtige Höhe bringen können. Der einfachste Ansatz wäre, wir interpolieren einfach linear. Also zwischen den Punkten, wo wir die Höhe wissen, ziehen wir Geraden oder ebene Flächen und sind damit zufrieden. Mir persönlich reicht das aber nicht, weil ich weiß nicht, wie gut man es hier sieht, aber die Geländeoberfläche ist dann doch sehr künstlich, wenn man mit einer solchen Interpolation arbeitet. Und ich habe mir deshalb eben im Rahmen dieser Masterarbeit auch noch andere Optionen angeschaut. Was man auch oft sieht, ist Inverse Distance Weighting. Da wird abhängig von der Entfernung von einem der Punkte, von denen man die Höhe weiß, dessen Einfluss auf die zu bestimmende Höhe ausgewählt. Das ist auch eine relativ einfache Formel, lässt sich auch recht schnell berechnen, aber es hat gewisse Probleme, die in diesem Bild vielleicht etwas übertrieben dargestellt sind. Der Punkt ist, die Punkte mit bekannter Höhe führen dazu, dass an dieser Stelle immer ein Minimum oder Maximum in der Geländeoberfläche entsteht. Und man muss auch relativ viel tricksen, also man muss zum Beispiel möglichst eine Grenze für den Einfluss der Punkte setzen. Man muss sich entscheiden, wie weit der Einfluss reichen soll, welchen Exponenten man bei dem Einfluss verwendet. Und je nachdem, was man wählt, man kommt nie auf die meiner Ansicht nach wirklich perfekte Geländeoberfläche. Vielleicht hat jemand eine bessere Implementierung als ich, aber meine Erfahrungen damit waren nicht besonders gut. Als nächstes habe ich dann ein relativ kompliziertes Verfahren verwendet und ausprobiert, was ich hier nicht im Detail beschreiben will. Wem der Begriff Natural Neighbor Interpolation etwas sagt, der weiß, wovon ich rede. Die Grundidee davon ist, man erstellt eine Zerlegung des Geländes in Einflussgebiete. Jeder Punkt hat ein Einflussgebiet und das Einflussgebiet sind alle Bereiche, die näher an diesem Punkt liegen als an irgendeinem anderen Punkt. Und diese Einflussgebiete werden als Grundlage dafür genommen, wie stark eine bestimmte Stelle im Gelände von diesem Punkt mit bekannter Höhe beeinflusst wird. Es gibt ein relativ schönes Gelände. Es gibt trotzdem ein paar Artefakte bei der Berechnung. Damit könnte ich leben. Es ist allerdings auch nicht besonders schnell, zumindest wenn man es wie ich selber implementiert und nicht auf eine bestehende Implementierung zurückgreift. Das Problem der Performance ist deutlich besser geworden bei diesem letzten Verfahren. Least Squares Approximation, da setzt man das Gelände quasi aus verschiedenen einfachen Kurven, in diesem 2D-Beispiel sind es Parabeln, zusammen, die man dann eben stückweise kombiniert. Also aus meiner Sicht war das experimentell die beste Kombination aus Performance und einem schönen Gelände optisch, weshalb das dasjenige Verfahren ist, mit dem ich jetzt zunächst mal weiter experimentieren werde.
Zusammenfassend möchte ich sagen, also die Verfahren, um so eine Geländeoberfläche zu interpolieren, sind bekannt. Also nichts von dem, was ich gesagt habe, ist jetzt eine neue Erfindung. Und im Grunde muss man das einfach nur noch praktisch umsetzen. In OSM to World ist das fast fertig. Ich hatte ursprünglich gehofft, ich könnte jetzt sagen, es ist fertig, aber es ging dann doch nicht ganz so schnell, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Ein bisschen Sachen mit der Robustheit müssen noch verbessert werden, gerade in Extremfällen wie alpinen Regionen mit sehr starken Steigungen. Das ist auch der Grund, wieso es in meinem Vortrag keine Folie mit einer Abbildung von Rapperswil gibt. Und Triangulierung des Geländes ist auch noch was, wo ich gerade dran arbeite, dass ich da ein effizientes Verfahren einbaue. Ja, jetzt haben wir am Anfang gesehen Modelle aus OpenStreetMap-Daten. Wir haben eine interpolierte Geländeoberfläche und jetzt möchten wir die beiden Sachen zusammensetzen. Zunächst mal, bei einigen Fällen ist das ganz einfach. Wir haben zum Beispiel einen Node, der einen Baum darstellt. Dann setzen wir eben den Stamm von Baum an die Stelle aufs Gelände in der Höhe, wo eben die Interpolation den passenden Wert ausgespuckt hat. Das ist bei ebenerdigen Objekten kein Problem, gerade wenn sie nur nodeförmig sind, also punktförmig, ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Man möchte zum Beispiel gerne auch so Dinge wie Klippen drin haben, aber mit den SRTM-Daten bekommt man die normalerweise nicht raus, weil die Klippen normalerweise, in diesem Raster relativ leicht untergehen. In OSM haben wir aber Klippen oft als Ways eingetragen und die möchte man dann gerne eben auf diese Weise auch ins Gelände einarbeiten. Dann gibt es noch ein paar noch komplexere Fälle. Also hier habe ich mal abgebildet ein Gebäude, das hat einen Eingang im ersten Stock. Der Eingang ist eine Brücke, ist also über dem Gelände. Und es ist auch aus den OSM-Daten nicht ganz ersichtlich, wo jetzt eigentlich das Gelände und das Gebäude in Verbindung stehen. Also ist das so, wie ich sie abgebildet habe, das Gebäude ist am Hang, das Gebäude versinkt auf der einen Seite leicht oder ist das Gelände ebenerdig um das Gebäude herum gemacht? Das weiß man nicht so genau. Aber man möchte auch diese Objekte eigentlich schön in das Gelände einbetten. Auch so Sachen wie Tunnel sind nicht ganz einfach. Da muss man auch etwas am Gelände herum manipulieren, weil man ja zum Beispiel eine Öffnung für den Tunnel in das Gelände brechen will und auch weiter hinten im Tunnelverlauf sicherstellen will, dass die Tunneldecke unterhalb von Geländeoberfläche liegt. Das ist ein anderes Problem. Wir mappen in OpenStreetMap ja normalerweise alles als geraden Stücke. Und wenn uns eine Kurve zu eckig ist, dann tun wir ein paar mehr Nodes rein. Was ist jetzt aber, wenn eine Brücke zu eckig ist? Da tut keiner mehr Nodes rein, weil von oben gesehen ist es ja praktisch eine Gerade. Nur von der Seite gesehen ist die Brücke eventuell gekrümmt. Das heißt, man muss dann, wenn man ein Programm schreibt, das das auswerten will, eventuell eben zusätzliche interne Stützpunkte einfügen, die nicht in den OpenStreetMap-Daten vorhanden sind. Ja, und zu guter Letzt, auch solche Sachen lassen wieder den Wunsch wach werden, dass man irgendwie die Informationen aus OpenStreetMap auch bei der Erfassung des Geländemodells mit berücksichtigt. Weil Flüsse und Straßen in der Realität nicht so am Hang kleben, wie es hier abgebildet ist. Ja, also wir haben eine ganze Menge Informationen aus OpenStreetMap, die eigentlich für die Interpolation des Höhenmodells auch mit berücksichtigt werden sollen. Von daher ist dieser einfache Ansatz, dass man die beiden Bereiche getrennt berechnet, auf lange Sicht unbefriedigend. Das war von daher auch mit ein Thema meiner Masterarbeit, zu versuchen, diese beiden Datenquellen auch in dieser Hinsicht zu verbinden und eben so Dinge wie die Glätte, die Fließrichtung von Gewässern mit einzubauen, sicherzustellen, dass unter Brücken genügend Platz ist, dass man auf der Straße drunter auch noch fahren könnte, dass über Tunnel Platz ist, dass die Steigung von Straßen, die in OpenStreetMap auch mit erfasst ist, auch berücksichtigt wird für das Geländemodell
und dass man später vielleicht auch noch Sachen wie die Form von Brücken mit eintragen kann oder das Beispiel mit den Häusern, wenn man zum Beispiel angeben kann, das ist im ersten Stock dieser Eingang und da führt ein Weg hin und der Weg sollte dann das Gebäude eben auch oberhalb des Geländes erreichen. Die Screenshots, die ich gezeigt habe, stammen aus ersten Experimenten, die ich da gemacht habe mit linearer Programmierung. Den Begriff werde ich nicht erklären, aber vielleicht sagt er dem einen oder anderen ja zufällig ohnehin schon was. Dieses Verfahren hat aber meiner Meinung nach noch nicht zu den Ergebnissen geführt, die ich gerne hätte. Von daher ist dieser Teil des Vortrags, der dritte Teil, als Ausblick auf zukünftige Experimente und vielleicht als Denkanstoß zu verstehen. Zum Abschluss noch ein Bild, wie das aussieht, wenn ich mein lineares Programm darauf anwende. Die Flüsse sind flach, also so viel habe ich schon mal geschafft. Aber perfekt ist das meiner Meinung nach nicht, wenn man sich die Details anschaut, wie die Brücken oder andere Stellen, die doch noch sehr unrealistisches Verhalten zeigen. Ja, das war's mit dem Vortrag. Vielen Dank. Und wer mehr wissen will, ja, danke Tobias. Ein sehr interessanter Vortrag, was man noch mehr machen kann mit OSM, wenn man die dritte Dimension damit einbezieht. Gibt's Fragen? Keine Fragen? Keine Fragen, kann nicht sein. Irgendjemand muss eine Frage haben. Ganz hinten, oh je, muss das sein? Nein, wir müssen es auf diese Videoaufnahme kriegen. Wie komme ich denn jetzt zu dir hin? Ja, meine Frage ist mit SRTM, das ist ja eigentlich ein Oberflächen- und kein Geländemodell. Und wenn du da zum Beispiel also im Wald bist oder auch in der Stadt, da hast du automatisch eigentlich ein Mittel über die Oberfläche, das heißt, es bezieht ja Häuser und Wald und so weiter mit ein und ist ja nicht die Geländefläche. Das heißt, meines Erachtens legst du auf ein Haus dann im SRTM noch mehr Haus drauf. Ja, dann kriege ich meinen Sport auch noch. Also ja, du hast recht, SRTM misst nicht eigentlich die Geländehöhe, sondern naja, die oberste Oberfläche, die eben das Signal des Satelliten zurückwirft. Es gibt auch Projekte, die versuchen, OSM-Daten zu verwenden, um die echte Geländeoberfläche herauszurechnen. Also das eine heißt, glaube ich, OpenDEM. Müsste man im Internet finden. Ich habe das für meinen Teil erstmal vernachlässigt, weil ich schon so viele Probleme hatte, dass ich mich nicht auch noch damit beschäftigen wollte. Aber ja, für das perfekte Ergebnis muss man auch das eigentlich noch mit berücksichtigen. Ich wollte wegen den Ergebnissen fragen. Die Ergebnisse sind dann eben nur der Rendering. Oder diese Berechnungen und alle diese Linearisierung und Extrapolation und so weiter, sind das auch wieder als 3D-Modellen erreichbar oder verfügbar dann nach den Berechnungen? Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden. Die Implementierung von diesen Sachen ist teils schon in OSM to World und wird teils noch damit gemerged werden. Zu dem Zeitpunkt kann man dann mit OSM to World je nach Bedarf zum Beispiel bloß die Objekte aus dem ersten Teil sich ausgeben lassen oder man kann das Gelände allein sich interpolieren lassen oder man kann die kombinierte 3D-Szene eben als Output bekommen, wo man dann auch das Gelände und zum Beispiel Dinge wie texturierte Flächen, Wiesen oder dergleichen auch als 3D-Modell bekäme, das dann auch passend trianguliert ist und so weiter. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Noch Fragen?
Dann habe ich mal noch eine Frage. Wie viele Daten werden denn da so produziert? Also was muss ich mir vorstellen, wenn ich das OSM2World laufen lasse und dieses 3D-Modell berechne, wenn ich jetzt das für den ganzen Planeten machen würde oder für einen wesentlichen Teil, mit was für einer Datenmenge muss ich denn dann rechnen? Gut, das kann ich dir nicht exakt beantworten, weil ich es noch nie für den ganzen Planeten habe laufen lassen. Auch aus dem Grund, dass es vermutlich eine relativ große Datenmenge wäre. Was ist das Größte, was du schon mal gemacht hast? Also wir haben etliche Terabyte an Daten auf unserem Server der Slippy Maps berechnet. Der arbeitet momentan nur für Deutschland, Österreich, Schweiz. Den hat der Peter im Vortrag am ersten Konferenztag vorgestellt. Das sind aber eben auch Daten, also Daten wie Tiles und so weiter mit dabei, die vorberechnet wurden. Das heißt, wie viel die 3D-Daten allein wären, weiß ich nicht genau. So, hat noch jemand eine Frage? Keine Fragen mehr? Okay, dann nochmal vielen Dank, Tobias.